Petrovic ist die Leiterin und Gründungsmitglied des Romani Pen e.V. und der Romani Romja. Sie ist auch Wissenschaftlerin und arbeitet und schreibt zu Rassismus gegen Romja und Sintize, zu Romani Feminismus und zu Self-Empowerment. Zuletzt hat sie die größte Studie der unabhängigen Kommission Antiziganismus leiten dürfen. Wir werden später noch ein bisschen darüber sprechen, was diese unabhängige Kommission Antiziganismus im deutschen Kontext bedeutet hat. Und um was es ging, genau. Und die Studie handelt von den Rassismuserfahrungen von Sintize und Romja und macht damit das erste Mal einen Perspektivwechsel auf, in dem nämlich nicht gefragt wird, wie die TäterInnen sind oder wie sie denken, sondern gefragt wird, was erfahren Romja und Sintize in Deutschland. Einen großen Applaus. Dann in der Mitte, Nisacete Bislimi Hosho, ist eine Ehre, auch mit dir auf einem Podium zu sein. Sie wurde 1979 im Kosovo geboren und kam 1993 als Geflüchtete nach Deutschland. Du hast mit Duldung Jura studiert, was ein Unikum ist, und bist seit 2009 sogar Rechtsanwältin. Seit 2017 ist sie als Fachanwältin für Migrationsrecht tätig, also alle Themen rund um Bleiberecht betreffend, daran arbeitest du. Du trittst regelmäßig in den Medien auf und hältst Vorträge zum Asyl- und Aufenthaltsrecht, bist Autorin der Autobiografie Durch die Wand. Sie engagiert sich seit vielen Jahren politisch und ist auch Vorsitzende des Bundesroma-Verbandes. Dankeschön. Anita Adam ist eine Romni aus Rumänien. Du arbeitest als Mediatorin in der Sozialberatung und in der Jugendberufsbildung, bist also direkt im Feld. Du engagierst dich für den Förderverein Roma e.V., bist seit 35 Jahren, der sich seit 35 Jahren für die Menschenrechte der Roma und Sinti einsetzt. Und neben Öffentlichkeitsarbeit, Sozialberatung, Archiv und Bildungsprojekten gibt es in diesem Verein auch eine Kindertagesstätte mit 80 Plätzen. Und dort bist du auch in der Jugendhilfe tätig. Danke. Auch freue ich mich heute, Milan Pavlovic hier zu haben, Geschäftsführer des Roma-Informationszentrum und seit mehr als 30 Jahren Roma-Aktivist. Er hat gemeinsam mit anderen Berliner Organisationen das Roma-No-Bündnis ins Leben gerufen und setzte sich bisher für ein Partizipationsgesetz für Roma in Berlin ein. In seiner Organisation wird auch dank kreativer Proteste des Bündnisses Community Building umgesetzt. Und last but not least, Sami Djemailovski, er ist Mitgründer und auch Leitung seit 30 Jahren des Internationalen Kultur- und Sportvereins der Roma Carmen e.V. aus Düsseldorf, der Roma-Moschee IKUR in Düsseldorf sowie des Vereins Romano Tan aus Dortmund und engagiert sich seit dem ersten Tag beim Jelem Jelem Festival auch in Dortmund. Sami Djemailovski war Mitglied im Vorstand von Roma Theater Pralipe, dem IKUR, Romano Tan und Amarodrom e.V. und er ist Mitgründer von Ternodrom e.V. und vertrat als erster Rom die Interessen der Roma beim Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt. Willkommen. Das Thema heute ist Roma in Deutschland. Was mir dabei einfiel, war ein Witz, den ich von einer jugoslawischen Kollegin gehört habe, den ich jetzt so ungefähr wiedergebe. Und zwar zwei Menschen unterhalten sich, das ist in Jugoslawien, sie unterhalten sich und sagen, ey, Bruder, weißt du, morgen geht die Welt unter, was sollen wir machen? Und er sagt, kein Problem, pack deine Sachen, nimm deine Frau, nimm die Kinder, wir gehen nach Deutschland. Jetzt möchte ich gerne die Frage stellen, ist es tatsächlich so, dass die Welt hier nicht untergeht? Und ich dachte, dass ihr alle dazu etwas zu sagen habt und bitte euch ins Gespräch zu kommen zu dieser Frage. Dann darf ich anfangen? Dann mache ich das. Also, das glaube ich nicht. Also, wenn ich das jetzt so auf Deutschland beziehe, es gab immer wieder diese riesen
Slogans, wir schaffen das nicht oder was auch immer. Das ist so ein großes Land mit so viel Potenzial und da ist Platz für ziemlich viele Menschen. Und vor allem ist da Platz für die Menschen, die Opfer von Nationalsozialismus sind. Und wir reden dann auch heute über diese, die Menschen, über die Roma. Von daher, nein. Ja. Dankeschön. Ich weiß, dass ihr alle etwas dazu zu sagen zu habt, wie schwierig es gerade in Deutschland ist. Deshalb, vielleicht wollt ihr noch mal ein bisschen mehr erzählen. Vielleicht kannst du, Anita, ein bisschen erzählen von deiner Realität in der Arbeit mit EU-BürgerInnen in Deutschland. Ja, ich kann dazu sagen, dass wir momentan eine Verfassungsklage vorbereiten aufgrund der Tatsache, dass zunehmend Menschen, die mit einer sogenannten Freizügigkeit Arbeitnehmer ausgestattet sind, die selber entzogen wird, weil sie nach einem halben Jahr nicht nachweisen können, dass ein Job haben oder ein Job haben, der ausreichend bringt. Das geht um die Situation von Roma aus Rumänien. Das heißt, dass wir mit anderen zusammen bereiten wir momentan eine Verfassungsklage vor, weil in Hanau, Offenbach, allerdings auch in Hamburg und Berlin die Einzug der Freizügigkeit für die Menschen eingestiegen ist. Das Jobcenter Sozialamt informiert die Ausländerbehörde und Ausländerbehörden sagt, dass das ist eine Arbeitnehmerfreizügigkeit, du hast keinen Job, du kriegst keinen Job, insofern entziehen wir dir die Arbeitnehmerfreizügigkeit und das ist eigentlich orientiert an die Bestimmungen der EU nicht zulässig. Ja, dass wir momentan sind wir dran, eine Verfassungsklage einzureichen. Also das machen wir. Das ist sehr wichtig, weil sowas kann nicht passieren. Kann sein, dass zum Beispiel, ich kenne ein Beispiel, eine Romni war in Mutterschutz und dann könnte nicht mehr arbeiten, weil ein Kind bekommen hat. Und dann der Kind, was geboren war, hatte Abschiebung gekriegt, nicht mal die Mama. Und sowas müssen wir irgendwie auf die Reihe kriegen. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung, damit du ein bisschen davon sprichst, was ihr in eurer Studie zu den Rassismuserfahrungen herausgefunden habt, weil genau diese Geschichten sind ja auch Teil eurer wichtigen Studie gewesen. Ja, danke, Heidi. Vielleicht kann ich ein bisschen die Studie kontextualisieren. Wir haben sie 2021 publiziert. Die Studie ist im Rahmen eines Auftrags der unabhängigen Kommission Antiziganismus in Auftrag gegeben worden. Wir verwenden nicht den Begriff und auch nicht das Konzept Antiziganismus, haben also eine Studie zu Rassismuserfahrungen von Romja und Sinti in Deutschland gemacht und vielleicht nochmal, der größere Rahmen war, dass diese Kommission, die ist damals eingesetzt worden in der 9. Legislaturperiode, das war eine in der Koalitionsvereinbarung zwischen CSU, CDU und SPD, die Regierungsparteien hatten sich vorgenommen, quasi die Probleme des Antiziganismus in Deutschland anzugehen und dazu eine Kommission einzurichten und die Kommission hatte zum Ziel, einen Bericht zu schreiben, in dem sie quasi ein bundesweites Resümee dazu erbringt. Und dazu wurden dann 15 Expertisen und Studien insgesamt in Auftrag gegeben. Eine ist davon, habt ihr ja gemacht, ist die Empowerment-Studie, das war auch die zweitgrößte Studie, wo ihr viele Romja, Roma und Sinti-Sintize-Vereine befragt habt. Und unsere Studie war die Rassismusstudie, die dann, also so kurz zu der Studie, wir haben über 90 Menschen befragt, bundesweit, und haben sowohl Roma, Romja, Sinti, Sintize befragt und haben im Rahmen der Studie
in einem Team von 13 Personen. Das heißt, es waren Wissenschaftlerinnen, aber auch Personen, die seit Jahrzehnten eigentlich in dem Bereich gearbeitet haben, also Bürgerrechtsarbeit gemacht haben, erinnerungskulturelle Arbeit, Arbeit für Bleiberecht gegen Abschiebung, im Bildungsbereich tätig, Kinderrechte und so weiter. Also es war ein sehr interdisziplinäres Team und es war also für mich auch sehr bedeutend, mit unseren Menschen gemeinsam eben eine Studie zu machen, weil wir aus einer anderen Perspektive eben als die Antiziganismusforschung geforscht und gearbeitet haben. Das zu dem Rahmen, die Frage war eben, welche Rassismuserfahrungen machen Roma, Romja, Sinti, Sintize in Deutschland, wie äußern sich diese, wo, wann, wie werden sie familiär übertragen, wie werden sie thematisiert, wie entwickeln Menschen Strategien dagegen, wie wirkt Sekundärrassismus und so weiter. Und im Ergebnis dieser Studie haben wir mehrere Bereiche herauskristallisiert, die von den Menschen benannt worden sind. Am stärksten war Rassismus im Bildungsbereich. Insbesondere in der Schule. Das liegt daran, dass auch alle die Schule durchlaufen müssen, logischerweise, und Behörden. Und hier waren Abschiebungen natürlich, Bleiberechte ein großes Thema. Aber auch Rassismus im Gesundheitssystem, in der sozialen Arbeit war auch ein großes Thema. Medien auch, aber nicht so stark wie eben die ganz praktischen Alltagsbereiche. Neben diesen Rassismuserfahrungen, in diesen Bereichen haben wir auch 5 Fallbeschreibungen gemacht, weil an dem Fallbeispiel noch mehr sichtbarer wird, während um diese Bereiche herauszugliedern, wir ja die Erfahrungen trennen müssen, das heißt alle Erfahrungen im Gesundheitsbereich, alle Erfahrungen im Bildungsbereich zusammenfassen, dienten eigentlich die Fallbeispiele, die 5, dazu die Verflechtung, also quasi die Wirkung, die insgesamt auf einen Menschen, auf ein Menschenleben geht, noch mal näher zu betrachten. Und hier haben wir eben ein Beispiel gehabt einer rumänischen Romni, ein Beispiel einer überlebenden Sintize, die schon auch sehr alt war und eben sich quasi Rassismus wie ein roter Faden durch ihr Leben zieht. Wir haben den Fall von Ghani Rama, er ist auch nicht anonymisiert, also nachvollzogen, der ja in Kosovo letztlich umgebracht wurde nach der Abschiebung. Wir haben also noch 2 verschiedene Fälle, einmal zur reproduktiver Gerechtigkeit einer Romni aus Ex-Jugoslawien, nachvollzogen. Und also ich will gar nicht so viel in die Fallbeispiele reingehen, aber das Ergebnis war, dass eben Rassismus allgegenwärtig ist für unsere Menschen. Das ist hier keine Überraschung für die meisten. Und wie eben bestimmte Mechanismen wirken. Die Idee hinter eben dieser Studie war, dieser Aufgabe gerecht zu werden, eben eine politikfeldnahe Studie Also es ist eine relativ politikfeldnahe Studie, es gibt nicht viel Interpretationen und so weiter, sondern es geht wirklich um eine Bestandsaufnahme, wie ist die Situation in Deutschland in Bezug auf Rassismus. So, wie erfahren wir Rassismus? Und ich möchte abschließend sagen, dass die Zusammenarbeit sehr gut war im Team mit den Menschen, die mitgemacht haben, und dass allerdings die Ergebnisse des sehr umfassenden Berichtes dieser UK-Studie, wo ja auch unsere Studie mit eingeflossen sind, absolut bedauerlich sind. Weil wir haben eigentlich alle Studien, alle Expertisen, haben sehr viele Daten erhoben und die Ergebnisse, die daraus gezogen wurden, die Maßnahmen, die dann implementiert wurden oder werden, sind sehr enttäuschend. Dankeschön. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr von dir, Nisa, kurz hören, weil du auch im Bereich Bleiberecht aktiv bist. Und vielleicht kannst du auch noch mal sagen, was waren denn zum Beispiel die Forderungen des Bundes-Roma-Verband an dieser Stelle? Also, weil es gab ja Forderungen, die sind überhaupt nicht umgesetzt worden, beziehungsweise sogar belächelt worden. Und vielleicht kannst du noch mal sagen,
Wir fordern schon seit Ewigkeiten, also wir haben ein Bleiberecht und zwar bedingungslos, weil alles das, was so bisher ausgehandelt wurde, ist hinterher so schwach dabei rausgekommen, dass da nicht viele davon profitieren können. Vor allem gibt es dieses Problem dieser Dauermigration, dieses Teufelkreises und diese unterbrechende Biografien von Menschen, von Roma, dann sind die hier geboren, dann haben die in Kosovo oder in Serbien ein paar Jahre irgendwo lost in translation, ohne da die Schule zu besuchen gelebt und dann schaffen sie es dann wiederum hierhin und so weiter. Aber ich würde das dann vielleicht ein bisschen strukturieren wollen, damit wir auch so ein bisschen so ein Bild bekommen können, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über unsere Menschen reden und deren Aufenthaltsrechte, weil die Fluchtgeschichte der Roma beginnt ja quasi mit den Jugoslawienkriegen. Ja, also ab 92, ich selber bin ja 93 gekommen, das ist dann ja einmal quasi eine Bewegung, dann der Kosovo-Krieg 99 und dann hat es die Visa-Liberalisierung gegeben und zeitgleich gab es dann da auch Bewegungen, die dann wiederum von der Politik so aufgenommen worden sind, ja, jetzt kommen die alle hier hin, also eingangs dein Statement, jetzt gehen wir alle nach Deutschland, wir müssen das ändern, und damit die auf europäischer Ebene das bewirken können, wurden dann die sogenannten sicheren Herkunftsstaaten installiert. Und die gibt es heute noch. Man versucht, diese Liste auch noch zu erweitern, aber diese Liste gibt es. Und wenn ich jetzt also diese Gruppen einmal so ein bisschen unter die Lupe nehme, also wir haben dann Menschen, die seit über 30 Jahren hier sind. Die haben es geschafft, in irgendwelche Bleiberechtsregelungen zu kommen, weil das kommt halt immer wieder. Es ist halt nichts da, was so zielgerichtet, also zukunftsgerichtet ist, ohne diese ständige Angst, naja, bald steht ja die Verlängerung an. Also haben die Menschen, haben die Roma die Bleiberecht erhalten 2007, wo da schon klar war, das wird nicht funktionieren. Da war schon klar, aufgrund dieser Handhabung dort in den früheren jugoslawischen Staaten, oder ob es in Serbien ist oder Kosovo, da ist keine Verfolgung, da ist gar nichts. Das heißt also, die wurden auch nicht gefördert. Es gab keine Integrationskurse und so weiter. Das hat man gesehen, das funktioniert alles wunderbar. Also vor allem jetzt beispielsweise, wie schafft man das? Also jetzt hat man so viele Ukrainer aufgenommen. Ich will hier überhaupt nicht vergleichen, aber das zeigt, welcher politische Wille da ist, um etwas zu regeln. Jedenfalls haben Menschen dann schon 2007 eine Bleiberechtsregelung bekommen. Und ich kann jetzt beispielsweise aus meiner Praxis erzählen. Ich hatte dann teilweise Menschen bei mir, die 10 Jahre nur eine sogenannte Fiktionsbescheinigung hatten. Das kennen viele von euch. Das ist quasi ein Verlängerungsantrag gestellt, also rein juristisch, man kann nicht sofort darüber entscheiden und dann werden die Leute so mitgezogen. Ja, und dann gibt es Behörden, die machen dann Cut. Dann stellen sie fest, die Person hat damals ein bisschen gearbeitet, danach nicht mehr, aber die Gründe, warum das so ist, wir haben jetzt ja auch gerade gehört, ja, die Gründe, die werden mehr oder weniger ausgeblendet. Also es heißt Integration, und wenn man von Integration in Deutschland spricht, dann ist es eher Erwerbsintegration, also es muss gezahlt werden. Aber es gibt Gründe, warum nicht jemand seine volle Arbeitskraft einsetzen kann. Die liegen zum Teil daran, dass man selber unter Krankheiten leidet oder jemanden pflegen muss oder ähnliches. Die liegen aber auch daran, dass man überhaupt nicht gefördert wurde. Man hat also diesen Menschen überhaupt nicht versucht, mitzunehmen, ihm die Chance zu geben, beispielsweise Sprache zu lernen, ja, und das, und, oder zu schauen, was können sie anders, weil sie haben es ja auch geschafft, in den anderen, in dem Land, wo sie gelebt haben, zu leben, gut zu leben. Also gibt es doch da auch
besondere Sachen, die über das hinausgeht, was so der deutsche Arbeitsmarkt kennt. Ja? Soweit denken wir, das könnte so eine politische Vision zum Beispiel sein. Okay. Ja? Zu schauen, sozusagen, was bringt ihr damit? Also wenn der jetzt nicht, keine Ahnung, eine Maschine bedienen kann, kann er, weiß ich nicht, bestimmt was ganz Tolles bauen oder so. Oder eine Frau kann bestimmt was ganz Tolles machen. Also was Individuelles, dass man das schaut. So, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Genau, das schließt eigentlich schon total gut an meine nächste Frage. Aber noch ganz kurz. Jedenfalls waren diese sichere Herkunftsstaaten schon ein herber Rückschlag. Also sowohl politisch für uns, ich erinnere mich an diesem Tag, es ging mir schlecht. Nicht nur mir, auch meinen Mitstreitern, viele sehe ich hier. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Kosovo ist doch kein sicherer Herkunftsstaat. Wie soll das bitte funktionieren? Aber der politische Wille war halt stärker. Mhm. Ja. Genau, danke. Der politische Wille, ich finde, da schließt ganz gut an Milan auch an, also weil ich sehe ganz viel politischen Willen von den Roma-Selbstorganisationen tatsächlich und will mal fragen, wie läuft es denn in Berlin mit der Partizipation? Da seid ihr ja schon als Roma-Info sehr lang dran und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen. Ja, Romalin planjalin, mištokaja vilen pa konferencija, maybe magavate Gelava samari himna, pistardante gelavas. Ja, djelim, djelim. Te uštas. Hajde. Ušten. Aber savore ti gelaven. Savore. Ok. Iđane. Hajde. Djelim, djelim. Umenca. Ja. Danke, dass du den Ton gesetzt hast. Okay. Genau. Wir hören gerne. Das hat funktioniert, auf jeden Fall. Mrno Papo, Kelada Šukar, Violina. Okay, jetzt über unsere Arbeit. Ja, also was habe ich verstanden in diese ganzen Jahre und in die politischen Aktivitäten? Wir sind für nichts gefragt. Alle politischen Entscheidungen, die wurden getroffen in Deutschland oder ganz Europa, würde ohne Roma entschieden. Das merken wir jetzt an der Deklaration, die seit 20 Jahren läuft. Hat sich was bewegt? Nein. In alle entscheidenden Punkte sind keine Roma anbezogen zu entscheiden. Wir leiden weiter unter extreme Gesundheitsversorgung. Wir leiden unter extreme Arbeitslage. Wir leiden unter Wohnprobleme. Das ist, wenn man jetzt Studie liest, jetzt die aktuelle, die von kurz rausgebracht ist, wir haben 22% chronische erkrankte Roma. Wenn wir sagen, 12 Millionen Roma in Europa, da sind 4 Millionen chronische Menschen. Rom-Aktionsplan, Beispiel, ist entstanden, ohne uns zu fragen. Wir mussten damals 2013, 2014, ja? Wir hatten nicht gefragt, was wollten wir welche Themen sind wichtig für uns in diesem Aktionsplan, sondern als das fertig war, wurden wir als Organisationen eingeladen. Und das war 1,8 Millionen Euro für ein Jahr geplant. Und es ist wichtig, mit Zahlen zu nehmen, weil manche Leute sind immer skeptisch, dass die Roma sehr viel Geld bekommen. Dann hat sich Romano Bündnis gegründet und haben wir protestiert. Und sind wir in den Senat gegangen und diese 1,8 Millionen Euro sind 70.000 Euro an
zwei Organisationen gegangen. Das war meine Organisation und Amaroforo damals haben uns 35.000 Euro geteilt. Und kannst du dir jetzt vorstellen, was kann man damit machen? Und ich habe dann in diese ganze Community-Arbeit verstanden, wie musst du Patriot sein, was zu bewegen. Dann haben wir 2013 ein sehr wichtiges politisches politische Änderung gemacht, wo wir zusammen als Romano Bündnis gesagt haben, ey, nicht Trubus Pala 8. April tekeras, Choceko, Trubus Politica tekeras. Dann haben wir gesagt, ey, lasst uns dann protestieren. Und ich glaube, das war ein Modell, der viele dann Roma in Europa genommen haben. Leider aus politischen Gründen oder weiß es nicht, also denke ich, dass jemand möchte, dass wir Roma uns nicht zusammentun. Also solche wichtige politische Änderungen, wenn sie sich Leute zusammentun wollen, einfach jemand will das zerbrechen. Dann ist nach zwei Jahren, zweimal waren wir bei dem Mahnmal, wir hatten Mahnmal Absicht genommen für Roma und Sinti, weil wir haben keine andere Institution, wir haben keine Kirche, wir haben kein Parlament, wir haben keine Bundestaggebäude, gar nicht, und haben das gewählt. Und da haben wir uns getreibt. Jetzt ist dort eine mehr oder weniger, wie sagt man, Waschar oder so ein Festival zu Markt oder so. Also es ist keine politische Bedeutung, die man rüberbringt. Dankeschön, Milan. Sami, ich möchte auch gern von dir nochmal hören. Wir haben jetzt bei Milan auch schon viel gehört über den Status von Roma-Organisationen. Und ich glaube, auch du hast einiges dazu zu sagen, mit deinem Blick auch noch auf NRW. Also Nordrhein-Westfalen, das ist im Westen von Deutschland. Ja, danke für die Frage. Ob es die Bachtei Romanen zu eingehen, ob es die Sodenamige Kakwasuralipe. War jetzt auf Romanes und ich bin froh, dass wir uns hier jetzt alle gemeinsam zusammengefunden haben, weil das gibt mir Stärke. Wenn wir viele, so viele hier sind, das gibt mir dann Stärke und ich als Aktivist brauche das ja auch, ab und zu ein bisschen Energie zu schöpfen für meine Arbeit, weil wir sind so oft mit Problemen konfrontiert, jeden Tag. Und deswegen ist das gut, wenn ich mich hier mit Kollegen zusammenfinde. Und vielen Dank an die Organisatoren, die das alles ermöglicht haben. Eigentlich haben wir alle unsere Pläne gehabt, so einen Roma-Volk-Kongress zu machen. Aber die haben es geschafft, die haben es realisiert. Vielen Dank dafür. Und diese Stärke ist immens wichtig, weil wir uns wirklich jeden Tag mit Problemen konfrontiert werden. Übrigens, Stärke, Empowerment, das ist für mich viel wichtiger, als nur auf die Probleme hinzuweisen. Ich will lieber aus dieser anderen Position agieren, aus dieser Position der Stärke, weil wir das in uns tragen. Wir sind nicht schwach. Der erste Roma-Verein wurde vor 45 Jahren in Düsseldorf gegründet. Noch bevor der deutsche Staat eigentlich den Völkermord an die Roma aus ethnischen Gründen zugestanden hat. Das war 1978. Das war noch vor dem Kongress in Göttingen 1981. Das müssen wir wissen. Ich bin etwas älter und das erzähle ich jetzt unseren Leuten, unseren jüngeren Menschen, damit sie das auch wissen. Und das hat auch dazu geführt, übrigens, ich habe jetzt in der Broschüre vorhin auch gelesen, dass, ich glaube, Gretchen Paxen, das Interview mit ihm, dass da so viele Sinti da waren. Es war ein Bus mit Roma und mehrere Autos da aus Düsseldorf dahin gefahren, nach Göttingen, und haben an diesem Kongress teilgenommen. Da war eine Folkloregruppe aus Kumano, aus Mazedonien, die an diesem Kongress groß gemacht hat. Die Frage ist, was ich mir jetzt frage, was hat eigentlich denn Roma-Organisation das gebracht? 81, Göttingen, danach
was haben wir als Roma-Organisation seitdem gewonnen? Es gibt jetzt zwei strenge Bundesvereine, aber für die Deutschen sind die Roma, was ja auch toll ist. Aber wo sind wir? Das frage ich mich. Und da müssen wir auch daran arbeiten, dass nicht nur die Autochtonen, sondern die Allochtonen Roma auch mehr Sichtbarkeit gewinnen. Und deswegen ist dieses World Roma Kongress auch sehr, sehr wichtig, dass wir diese Sichtbarkeit bekommen. Übrigens machen wir das, also wir haben ja auch gesagt, Isidora, vielen Dank für den Bericht, Unabhängige Kommission Antiziganismus. Und du sagst ganz genau, mit Recht, es wird nicht so umgesetzt, so wie das geschrieben hast, also geschrieben wurde. Und Nisacetti, du hast auch gesagt, es gibt ja so viele tolle Beispiele der Integration hier und 2007. Wieso hat man den nicht genommen? Ich bin ein Kind der Gastarbeiter. Ich bin 1973 nach Deutschland gekommen. Integration war vorhanden von Roma hier in diesem Staat. Und was ich fordere von der deutschen Politik oder von der europäischen Politik ist, dass sie auch ein Auge auf uns, auf unsere Leistungen, die wir hier gebracht haben in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, in allen europäischen Ländern haben wir Leistungen gebracht. Und das muss in den Vordergrund gestellt werden. Und ich habe es ein bisschen satt, dass ich mich immer mit dem Eindruck, ich muss mich immer rechtfertigen. Wofür? Wofür muss ich mich rechtfertigen? Ich habe nichts verbrochen. Und meine Community hat nichts verbrochen. Und da fordere ich hier bei diesem Kongress eine Zeitenwende. Nicht Zeitenwende, 100 Milliarden für Waffen. Unsere Waffen sind der Computer, unsere Waffen ist ja der Stift, unsere Waffen sind die Worte, unsere Waffen sind unsere guten Taten. Wollt ihr wirklich Zeitenwende für Roma in Europa schaffen, dann nimmt das Geld in die Hand und macht das, dass es keine Roma-Mahalas gibt, ohne Infrastruktur, ohne fließendes Wasser, in der Slowakei, in Tschechien, im Osten Europas. Übrigens, das war auch hier so, bis 1980, 81, bis der Göttinger Kongress stattfand. Da waren unsere Gastarbeiter Roma, waren in Wohnungen, Apartments untergebracht. Aber die Deutschen sind in Roma, die waren in sogenannten Zigeunersiedlungen ohne jegliche Infrastruktur untergebracht. Das muss man auch wissen. Wir müssen unsere Geschichte kennen, wir müssen unsere Argumente haben. Und dann müssen wir das der Politik auf vorzeigen. Aber ich glaube, ich habe etwas jetzt ein bisschen, ich will jetzt nicht zu sehr aussagen. Dankeschön. Nur, ich wollte nur noch was sagen, also ganz große Wertschätzung an alle Kollegen hier auf der Bühne, aber auch da im Publikum und die uns zuschauen. Man braucht wirklich viel, viel Kraft dafür. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Mhm. Und danke. Dankeschön. Ich finde, du hast eine wunderschöne Überleitung gemacht zum nächsten Punkt, an dem wir ein bisschen mehr darüber reden wollen, welchen Strategien, also du hast schon angefangen auch mit welchen Strategien, welchen Perspektiven wir diesem Rassismus in Deutschland auch begegnen. Vielleicht, um das nochmal fürs Publikum zu kontextualisieren, also wir haben so ungefähr 5 unterschiedliche rechtliche Gruppen von Roma in Deutschland. Das sind einmal die deutschen Sinti und Roma, die hier eine Minderheit darstellen. Dann haben wir hier Roma, die migrantisch sind, aus dem ehemaligen Jugoslawien, als sogenannte Gastarbeiterinnen hierher gekommen sind und wie ich zum Beispiel dann später das Glück hatten, einen deutschen Pass zu bekommen oder auch nicht. Genau. Das ist unterschiedlich, es ist sehr viel Teile und Herrsche da passiert. Dann hatten wir, daraufhin hatten wir Romja und Sinti, haben wir Roma, die aus der EU gekommen sind, also aus Rumänien oder Bulgarien und EU-Recht haben, also teilweise auch einfach das Recht haben, einfach umzuziehen, zu migrieren, mit ganz vielen Hindernissen auch Sozialleistungen zu bekommen und so weiter, aber auch hier zu arbeiten, so. Und dann haben wir noch Roma, die geflüchtet sind und eigentlich relativ schnell in die Illegalität kommen in Deutschland. Also diejenigen, die, das ist eigentlich dann nochmal eine Gruppe, also solange man einen Aufenthalt hat, hat man ein Recht hier zu sein, aber den gibt es ja kaum für Romja.
und zuletzt jetzt die UkrainerInnen, die nochmal einen anderen Geflüchtetenstatus haben, gerade weil die Ukraine nochmal einen besonderen Geflüchtetenstatus hat. Das ist zumindest, was ich sehe. Vielleicht habe ich was vergessen, aber ich denke, das ist vielleicht nochmal zu diesem Statusreport für alle spannend zu wissen. Nichtsdestotrotz, jetzt habe ich meinen eigenen schönen Fluss unterbrochen. Wir waren gerade beim Empowerment angekommen. Genau, und wir haben auch von dir schon gehört, wir haben hier auch auf dem Podium tatsächlich sehr viele unterschiedliche Perspektiven, und ich würde gerne wieder bei Anita ein bisschen mehr hören über die Praxis in der Beratung. Wie geht ihr denn damit vor, wenn ihr Diskriminierung von euren Klientinnen erfahrt? Was macht ihr, damit sie weniger diskriminiert werden? Und was braucht es da eigentlich noch? Also du hast schon von der Verfassungsbeschwerde geredet, aber genau. Ich kann euch ein Beispiel geben. Ich wurde direkt diskriminiert, direkt von der Polizei. Ich war einmal in der Pause mit meiner Jugendgruppe, wobei einfach in der Pause waren eine Gruppe Roma-Mädchen. Und dann die Polizei sind zu uns gekommen und wollte die Mädchen ins Revier bringen, weil die einfach nicht die Ausweise dabei hatten. Ich habe denen erklärt, dass wir in einer Pause sind und dass die Ausweiskopien bei uns in die Büro liegt. Also musste eigentlich nur einen Stock hochgehen und den Ausweis bringen. Aber eigentlich die zwei Polizei haben gedacht, dass ich lüge. Und dann hat andere Autos mit Polizei nachgerufen. Dann sind die Polizei, andere Polizei gekommen. Dann in 5 Minuten hatte ich Handschellen auf die Hände mit einer Knie in die Rücken, mit blauen Flecken auf die Hände und im Rücken auch. Weil ich gelogen hatte und weil ich habe zu der Polizei gesagt, wieso rufen Sie an bei anderen Polizei? Weil eigentlich wir haben nichts gemacht, außer hier eine kleine Pause zu haben. Und dann gehen wir wieder, weil die Mädchen Unterricht haben. Und dann der Polizei hat mir gesagt, und ich habe gesagt, dass ich auch hier Rechte habe. Und der Polizei hat mir gesagt, wenn ich möchte Rechte, dann soll ich in mein Land gehen. Und dann ich habe auch ein bisschen so lauter mit der Polizei gesprochen. Nachdem, weil ich so laut war, ist meine deutsche Kollegin eingekommen und hat zu der Polizei erklärt, wie das war. Das Gleiche, was habe ich gesagt, hat auch meine Kollegin und dann auf einmal, die haben gesagt, okay, dann kein Problem. Aber ich in dieser Zeit war ich immer noch mit dem Handschellen auf die Hände. Und dann, die haben mir gesagt zu meiner Kollegin, dass ich gefällig bin und die werden immer noch so die Handschellen lassen, weil die Angst hatten von mir. Und die warten nach den Ausweiskopien und danach war alles super okay. Nachdem die haben die Ausweiskopien gesehen, erst nach 10 Minuten haben mich freigelassen von dem Handschellen, weil ich sehr gefährlich war. Und solche Fälle erleben wir fast jeden Tag. Zum Beispiel, für mich ist ganz normal, wenn ich in einen Markt gehe oder egal wo Leute sind und dann hinter mir ist immer eine Security. Das ist ganz normal bei mir. Und doch arbeitest du in deiner Arbeit auch mit anderen Romja zusammen und begegnest dem Rassismus, den sie ja auch in den Behörden begegnen. Ja, in die Beratung, ich arbeite erst seit 2 Monaten ungefähr, aber ich kann euch kurz erklären, wie sieht die Situation bei uns in der Sozialberatung. Also wir sind die einzige Einrichtung, die speziell für Roma in unserem Kreis arbeiten. In 2022 erfolgten ungefähr 3000 Beratungen, insgesamt 990 Klienten. 37 Familien haben über das Sozialamt eine Unterkunft bekommen, entweder in Wohnheim oder Hotels. Und da kommen die Probleme, weil in Wohnheim oder Hotels, die haben keine Küche. Dort sowieso sind nur Ausländer Leute, wo die untergebracht sind. Aber von dieser Gruppe von Ausländermenschen, die Roma, sind auf der untersten Niveau. Die sind immer die, die immer schmutzig die Toilette machen, die immer schmutzig die Küche lassen. Und dann, wenn wir das erklären möchten mit dem,
mit dem Staat, die sagen, dass wir wissen schon, wie die sind. Und entweder verlieren die Unterkunft, weil die so laut sind, weil die nicht aufpassen und weil die anderen Ausländer glaubwürdiger sind als die Roma. Und dann müssen wir dadurch immer hart kämpfen, damit wir diesen Rassismus irgendwie auf die Reihe kriegen. Dankeschön. Mit Videos, Bilder müssen wir immer bestätigen. Es ist also Rassismus wird ja auch als eine Ablenkung bezeichnet, und zwar eine Ablenkung auch von der politischen Arbeit. Und genau, vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz alle, weil wir leider noch einen nächsten Punkt auch noch haben und ich will aber auch nicht den Rest der Konferenz kürzen. Ich fände es schön, wenn ihr noch mal ganz kurz auch zu euren Strategien etwas sagen könnt. Also wieso in euren Organisationen, die ihr ja auch alle habt, also alle anderen sind auch in Selbstorganisationen untergebracht, einmal kurz was zu sagen, zum Beispiel ihr habt einen feministischen Verein von Romja und Sintize. Warum? Ja, danke Heidi. Ich würde auch gerne erstmal zu der Ablenkung, Rassismus als Ablenkung etwas sagen von der politischen Arbeit. Wir hatten in der Studie, war wirklich bemerkenswert, dass viele Jugendliche die Ausbildungsduldung hatten, die ja so gefeiert wird, weil es ihnen eine Möglichkeit gibt, zu bleiben vermeintlich. Und wir hatten zum Beispiel engagierte Jugendliche, die nicht den Beruf ergreifen konnten, den sie wollten, weil sie eben, um eine Ausbildungsduldung zu bekommen, das machen mussten, wo sie gerade was eine Ausbildung bekommen, egal was. Wir hatten Jugendliche im Interview, die gerne studieren wollten, die aber mit der Ausbildungsduldung eben kein Studium anfangen konnten, sondern eben irgendeine Ausbildung machen mussten, damit sie bleiben können. Und ein Fall war besonders bemerkenswert, ist, dass ein Bruder und eine Schwester, die sich politisch engagieren seit Jahren in Jugendverbänden, und die wollten gerne zu einer Gedenkfahrt nach Auschwitz fahren, konnten aber auch nicht quasi ihrem politischen Engagement nachgehen wegen der Duldung, weil sie eben nicht die Erlaubnis bekommen haben, weiterzufahren. Also wirklich, dass Rassismus im konkretesten Sinne die auch politische Beteiligung verhindert. Die konnten auch nicht nach Brüssel gehen, obwohl sie eingeladen waren, dort zu arbeiten. Okay, zu unseren Strategien. Ja, wir sind ein Verein von Romja und Sintize und ein feministischer Verein, gleich zwei Probleme. Zum einen gebe ich Sami recht, dass wir sehr viel unterschiedliche Behandlung quasi nach 45 hatten, ne? Also einmal Sintize, die in segregierten Wohnsiedlungen gelebt haben, die quasi von einer zweiten Verfolgung nach 45 sprechen und die quasi die Kontinuitäten, also die gleichen Nazis eben hier in Deutschland nach 45 begegneten wie zuvor, die ja hier alle Karrieren gemacht haben und weiter in ihren Berufen tätig waren, die sich um ihre Familien kümmern mussten, die krank geworden sind durch die Lager, die Zwangsarbeit und so weiter. Also nochmal eine sehr spezifisch deutsche Geschichte eben haben. Und dann eben unsere Roma, Romja, die später migriert sind und hier in der Arbeitsmigration und später als Geflüchtete mit den gesellschaftlichen Herausforderungen wie Staatsbürgerschaft nicht bekommen, Umbleiberecht kämpfen, keine Minderheitenrechte haben, was wir auch mal rechtlich erkämpfen müssten, weil wir eine europäische Minderheit sind. Aber in Deutschland bekommen wir als Migrierte zum Beispiel keine Minderheitenrechte, also können nicht unser Fernseher, Sprache und so weiter gefördert bekommen. Okay, warum ich das erzähle, ist zu sagen, dass trotz dieser Unterschiede, die wir haben, und milde gesagt eine gewisse Distanz innerhalb der Community zueinander besteht, und außerhalb wir aber zusammengefasst werden und dadurch halt eben diese unterschiedliche Verteilung von Ressourcen und Positionen ja auch entsteht, eine sehr ungleichgewichtigte, weil eben von außen das ungleich verteilt wird.
Und unser Ziel als Schwestern, als Romja und Sintize, ist einfach zusammenzuarbeiten. Das ist die erste Strategie, und zwar an den Themen, die uns betreffen. Und das ist immer noch gesellschaftliche Ungleichbehandlung. Wir sind kein Kulturverein. Wir arbeiten an politischen Themen. Wir haben das Interesse und verfolgen Ziele, eben historisch-politische Bildungsarbeit, Empowerment von jungen Mädchen. Wir sind feministische Verein und so weiter. Und da ist es uns sehr wichtig, genau an diesen Punkten als Romja, als Sintize zusammenzukommen und uns diesen Herausforderungen in der Gesellschaft gemeinsam zu stellen. Und mehr darf ich nicht reden? Okay, dann erzähle ich später zu Feminismus. Vielen Dank. Genau, Nisa, vielleicht willst du was zum Bundesroma-Verband sagen. Also, wir haben so vor circa einem Jahr genau die Problematik mit der Unterkunft im Zusammenhang mit den geflüchteten Romnia aus der Ukraine durchgeführt, und das war eine bundesweite Veranstaltung, damals gemeinsam mit dem Herrn Daimagüler. Und das ist also kein Einzelfall. Das ist das ganze Bundesgebiet, wenn es halt darum ging, Romnias unterzubringen, dass es da Schwierigkeiten gab, weil du von dieser Rassismuspyramide halt gesprochen hast. Und da konnten wir halt auch Lösungsansätze anbringen. Also manchmal war es halt einfach auch so, dann große Familie, die wollen nicht getrennt werden. Das ist dann halt dann ein Riesenproblem, wenn man eine Familie trennt. Ist doch klar, das würde doch eine deutsche Familie genauso gehen. Von daher haben wir da halt auch direkt agiert. Und ansonsten mit unserer politischen Arbeit, wir machen die ja seit Jahren. Wir sind, also wir beobachten alles ganz genau. Und für mich persönlich, meine Arbeit ist im Grunde genommen eine ständige Auseinandersetzung mit diesen ganzen Rassismuserfahrungen. Ob das tatsächlich ist, weil es jemand erlebt hat, ja, weil es schlecht behandelt worden wurde bei der Osnabrücker, oder aber weil das Gesetz, was gerade diese 25a, diese ganzen Instrumentarien, die geschaffen worden sind, die haben halt auch ein bestimmtes Ziel. So, und damit muss ich mich halt auch immer wieder auseinandersetzen und versuchen, also ganz schlimm. Wir haben ja gehört, also Bildung, gerade in Bildung, hoher Rassismus, so, und das sind halt die Menschen, die Kinder, die dann in irgendwelchen Förderschulen landen und nicht weiterkommen. Ja, jo. Dankeschön. Milan, sag doch noch gern mal was zu euren Strategien. Ja. Du hast schon einige genannt. Strategie. Strategie ist eine große Komplex. Ja, musst du Strategie auf Dauer haben. Und Berlin ist bekannt dafür, dass er bringt immer politische Änderungen. Und vielleicht das ist unser Glück, dass wir gut gearbeitet haben. Trotzdem unsere Probleme, die wir gehabt haben. Ich denke, dass wir sind eine Familie und es ist normal zu streiten. Und dass wir, ich weiß, dass unsere Roma sehr sensibel sind, wenn sie sich streiten, dann gehen sie auseinander. Nee, man trotzdem muss bleiben, man muss lernen, verschiedene Meinungen zu haben und sich konstruktiv zu streiten. Ich habe in meiner Arbeit bemerkt, wie schwierig es ist. Trotzdem, ich glaube, die Dekade ist ein rassistisches Programm, weil wir diese Dekade hat mehr Roma auseinandergenommen als zusammenzutun. Man merkt jetzt in verschiedene Arbeit, wie schwierig es ist, Leute zusammenzubringen. Alle wollen Präsidenten werden, aber keiner will tatsächlich übernehmen, was ist unser Ziel nächsten 5 Jahre? Lass uns bitte jetzt in dieser Konferenz sagen, was ist unser Ziel in den nächsten 5 Jahre? Haben wir das nicht? Und das wünsche ich mir. Weißt du, ich habe zu viele Versammlungen gemacht, aber lass uns lieber Leute, ich komme aus einer Familie, die mein Opa hat sich gekämpft im Zweiten Weltkrieg. Murno Papo war Mudardapik, Pala Schwabura. Mein Vater war politisch sehr aktiv. Mein Sohn studiert jetzt Politik. Wir sind die 4. Generation in politisches Arbeit. Also, und dann müssen wir
müssen wir wirklich uns ernst nehmen und lass uns zusammenarbeiten. Dieses Geld, die wir bekommen, es ist nicht das Ziel. Ziel ist, dass wir uns ernähren. Habe ich noch eine Minute oder so? Was würde ich erwähnen, dass ich den Beirat, also im Beirat ist Roma Beirat, ist es, ich glaube, einzige in Europa oder vielleicht noch in Serbien gibt es diese Romski Savez, der ist unter Gesetz gekommen, ja, bei dem Parlament. Aber wie ist dazu gekommen? Wir haben gemeinsam mit verschiedenen Politikern von SPD, die Grüne und die Linke zusammengewachsen. Das ist eine Beziehung, die wir mindestens 10 Jahre gemacht haben. Und das ist eine gute Wille gewesen. Und das hat auch über 6 Jahre gedauert und dauert noch. Trotzdem, dass wir gute Lobby geschafft haben bei Politikern. Und wie schwierig ist überhaupt was zu ändern. Und wenn wir nicht ernsthaft jetzt fangen, richtig zusammenzuarbeiten, und das ist nur unsere Möglichkeit und unsere Chance, wenn wir zusammenarbeiten. Jeder kann in seiner Organisation was machen. Projekte sind natürlich, jeder muss leben. Aber wir müssen uns politisch einigen, was ist unsere Ziele. Mhm. Welche Ziele wollen wir in Brüssel ändern? Mhm. Ja. Danke. Sami, erzähl doch uns von deinen Strategien. Strategien, okay. Strategien, also nach der Umstrukturierung 2015 von KMNV, weil wir haben den Verein, ist glaube ich der älteste bestehende Verein in Deutschland, weil wir haben den Verein offiziell 1991 gegründet, KMNV. Davor die Generation meines Vaters, Herr Schero Ismail, der verstorben ist, 78 den ersten Roma-Verein in Düsseldorf, in deutschlandweit also eigentlich. Und seit 2015 verfolgen wir zwei Ziele, also im Großen und Ganzen. Erstmal die eigene Community erreichen, stärken, Augen öffnen, mitnehmen. Das Zweite, die Gesellschaft über uns erklären und Sichtbarkeit zeigen und die Politiker natürlich einladen, mit ihnen reden. Das machen wir seit 2018 in verschiedenen Diskussionen vorn. Also zum Beispiel, sprich mit uns, nicht über uns, sondern sprich mit uns. Also immer wieder zum 8. April, das ist das. Und wisst ihr was? Es funktioniert. Die Politiker von der allerersten Güte kommen. Es kommen Bundestagsabgeordnete, es kommen Landtagsabgeordnete, es kommen Leute von den Ministerien und das funktioniert. Und wenn wir einen geschützten Raum für unsere Community geben, dann kommen auch die Leute, die kommen auch zu 250, 300 Leute, 400 Leute, du musst sie nur auch mitnehmen können. Was wir gemacht haben, ist zum Beispiel Gedenkveranstaltungen zu machen und dann die Ermordeten auch vor Ort zu machen. Wir protestieren gegen den Mord, Polizeimord an Stanislav Tomasz. Gehen auf die Straße. Sichtbarkeit herstellen ist wirklich. Letztes Jahr haben wir auch in 9 Tagen 10 Veranstaltungen zum Thema Roma-Kultur gemacht. Musste auch machen. Sport mit Jugendlichen. Basketball, Boxen, das alles. Also wir haben heute, hat ein Kollege gesagt, ja, was ist eigentlich das dringendste Thema? Welches Thema ist denn nicht dringend? Und da versuchen wir wirklich auf allen Bereichen, ob Jugend, Frauen, Empowerment, also ich würde das alles unter Empowerment stellen und auf jeden Fall mehr Sichtbarkeit und mehr Power für unsere Leute. Dankeschön. Es war mir ein Vergnügen, mit euch sprechen zu dürfen. Ich möchte zuletzt, die letzte Frage kann ich leider wegen der Zeit nicht mehr stellen. Ich würde trotzdem sagen, ich habe viele politische Visionen gehört. Ich wollte danach fragen. Ich habe gehört von Einigkeit trotz Differenz. Ich habe gehört von vielen Klagen und die harten Wege gemeinsam gehen. Ich habe davon gehört, sich zu konzentrieren auf das, was wir wirklich machen wollen und nicht das, was von außen an uns herangetragen wird. Und ich habe auch gehört von den Rassismus immer wieder von außen anzusehen und zu sagen, nee, du sagst mir jetzt nicht, wie ich meine Sachen mache. In diesem Sinne, opre Roma. Und ich möchte gerne abschließen. Genau.